und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm. Der SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering blickt optimistisch auf die Kommunal- und Europawahlen. Gegenüber IFN Television sagte der SPD-Politiker: Zuversichtlich, man darf nicht allzu viel auf die Umfragen gucken, sondern muss mit den Leuten sprechen, die Argumente vortragen. Und ich glaube, dass wir am 13.06. bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz, aber auch bei der Europawahl sehr viel besser abschneiden, als manche heute noch glauben. Deutschland braucht dringend Wachstum. Was ist Ihrer Ansicht nach im Land geschehen? Ja, das muss aus den Unternehmen herauskommen. Es fehlt uns die Binnennachfrage, das ist wohl wahr. Aber vor allen Dingen müssen die Unternehmen mutig sein und entschlossen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Produkte zu entwickeln. Ich glaube, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähig sind in Europa, aber auch darüber hinaus. Wir werden auch ein Wachstum haben in diesem Jahr mit 1,5%, vielleicht sogar etwas mehr. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis für die kommenden Jahre. Arbeitslosigkeit belastet auch die Haushalte der Kommunen. Was soll geschehen? Wir haben mit der Gemeindefinanzreform des Bundes dafür gesorgt im letzten Jahr, dass die Kommunen eine Entlastung haben, 2,5 Milliarden insgesamt in diesem Jahr. Und bei der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe werden das auch noch einmal 2,5 Milliarden Euro sein, die bei den Städten und Gemeinden ankommen. Wir müssen die Länder mitmachen dabei, aber dann wird das auch gelingen. Richtig ist, dass die Städte und Gemeinden Geld brauchen.